bin ein Masochist. Kannst du über Tattoo-Arten Stile berichten? Kann ich. Dann geht dieses Video ungefähr 137 Stunden. Dann wären wir fertig. Also ich weiß jetzt nicht genau, worauf die Frage hinausläuft. Also ich könnte natürlich zu dem einen oder anderen Stil was sagen. Also oder die ganzen Stile aufzählen. Aber ich glaube, das ist nicht so der Kern der Frage. Ich glaube zumindest eher, dass sie vielleicht meint, ich würde einzelne Folgen aber vielleicht über Tattoo-Stile machen. Habe ich aber ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Also ich meine, ich liebe sowieso Crossover-Geschichten so, also Trash-Polka oder halt auch ja, in irgendwelche anderen Richtungen, so dass du irgendwelche Sachen kombinierst. Deshalb würde ich jetzt nicht darüber philosophieren, wo jetzt genau Oldschool seinen Ursprung hat und warum New School ist und sowas alles. Da gibt es aber auch einen Kanal, wie heißt der? Heißt der denn Arena? Arena Inc? Inc Arena? Weiß nicht. Der hat auf jeden Fall sehr cool Videos gemacht über Wikinger-Tattoo schon und über, weiß ich, Maui oder Mandala, ich weiß nicht genau, aber irgendwie sowas. Verlinke ich auch einfach mal den Kollegen. So. Wenn ich ihn nochmal finde. Okay, dann geht's weiter. Mhm. Realistische Tiere auf Stencil übertragen, aber wie? Jetzt sind wir beim Thema Schraffieren wieder vorher mit den... Ja, genau. Ist eigentlich das Gleiche, was wir vorhin erzählt haben. So wie ich das, wie wir vorhin gesagt hatten, weiß ich genau, wie die Frage da lautete, haben auch hier über Realistik gerade gesprochen, genau, warum die ganzen Striche und so gemacht werden, ne? Genau, richtig. Ja, so überträgt man es eigentlich, ne? Also du, durch die ganzen kleinen Strichelchen weißt du, wo du welche Schattierung ansetzt. Also das ist aber eine Sache, das musst du für dich rausfinden. Es gibt jetzt nicht das Universallexikon, wo drin steht, pass mal auf, du musst jetzt, keine Ahnung, 2 mm Striche machen, das ist dann für eine mittlere Schattierung und nur Punkte ist dann für eine leichte und so. Das machst du einfach für dich, damit du dir Marker setzt, wo was ist. Okay. Erfahrung bezüglich Einverständniserklärung plus Farbinhaltsverzeichnis. Ja gut, Farbinhaltsverzeichnis ist immer so, da hast du ja deine, dass du deine Zertifikate für deine ganzen Farben. Ne? Also die packst du einfach im Ordner, hast die schon mal da und ansonsten Einverständniserklärung, ja, welche Erfahrung soll ich dir nennen? Man sollte auf jeden Fall einen haben. Ne, weil ich meine, man begeht da Körperverletzungen bei jemandem. Du brauchst eine Einwilligung von dem, damit du das überhaupt machen darfst. Du sollst den über mehrere Sachen aufgeklärt haben und so weiter. Das muss alles irgendwie verpackt werden in irgendein Dokument, dass du auch nachweisen kannst, dass du das auch gemacht hast. Ne? Und auch vielleicht irgendwo das festgehalten ist, genau was du mit dem vereinbart hast. Weil wenn du jetzt dem einfach ein Auto tätowierst, obwohl er ein Herz haben wollte, ich glaube, dann gibt es Probleme. So ist alles festgehalten, der unterschreibt dir das und dann ist gut. Ne? Also ich würde einfach auch nach Vordrucken einfach mal aus dem Internet gucken. Ich meine, ich würde jetzt nicht meine rausgeben und sagen, hier, tragt mal alle euren Namen da ein, ne? So leicht mache ich dann doch nicht jedem, aber weil das ist doch ein bisschen auch Arbeit, wenn man selbst sich eine macht oder so, wenn man die alles, wenn man alles ja, vom Gesetz her auch alles richtig konform da reinmachen will. Deshalb, wie gesagt, du kannst googeln einfach, es gibt von, bin sicher bei DOT, also Deutsche Organisierte Tätowierer oder sowas, oder da wirst du auf jeden Fall was finden. Wenn du das googelst oder so, Einverständniserklärung, Vordruck oder sowas, da gibt es auf jeden Fall Sachen. Oder guckst einfach manche Tattoo-Studios, da kannst du die auch runterladen vielleicht, schon für die Kunden machen, die es eigentlich im Vorfeld sie runterladen kannst, da kann der Kunde das schon ausfüllen zu Hause. Und so kannst du die natürlich einfach dir, dann nimmst du die und hast halt, nimmst du die gleiche oder streichst dann durch und schreibst seinen Namen, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall ist machbar so, ne? Okay, dann packe ich hier mal ein bisschen zusammen, mache ich aus zwei eine. Welche Tattoos eignen sich an welche Körperteile? Wo halten die nicht so gut? Wo ist ein No-Go? Wo schmerzt es am meisten und wo gar nicht? Ja, fangen wir an mit... Oh, jetzt arbeiten wir mal, räumen wir das Feld von hinten auf. Also, welches Tattoo für welche Körperstelle? Also, ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, ich habe jetzt ein rundes Tattoo. Ein rundes Tattoo will ich zum Beispiel nicht auf die Mitte des Unterarms, Innenseite zum Beispiel, oder auch außen, ist egal wo. Weil es nimmt dir sämtlichen Spielraum, später was anderes dahin zu machen. Aber abgesehen passt es nicht zur Symmetrie des Körpers. Ja, also ich sag mal, am Unterarm wären längliche Motive, wären da geil. Was Rundes könnte zum Beispiel auf die Brust gehören. Das könnte auf eine Arschbacke theoretisch drauf, ja. Da passt sowas. Ne? Dann was Längliches, was gezogen ist, passt halt auf jeden Fall auf den Arm, hier auf den Oberarm oder ja, auf der Rippe, würde ich fast sagen, da passt vielleicht mehreres hin. Da könnte man, hat man ein bisschen mehr Spiel. Und ja, also es muss halt zur Symmetrie des Körpers passen einfach. Und dann, wie war jetzt die Frage, ob das hält oder was auch? Ne? Ja, wahrscheinlich ich schätze Ellenbogen, mal, ich schätze, vielleicht ja, oder so. Ich schätze mal Ellenbogen, Hand, so Finger, mäßig ja, ne? Von Farb halt. Ja, also, ja. Da denke ich, also da kann man einfach sagen,
Also Sachen, die am Ellenbogen sind, so bin ich ein Freund von Dotwork, einfach weil das meiner Erfahrung nach besser drin bleibt als wie Sachen, die mit Lines gemacht worden sind oder sowas oder auch schattiert und so, weil da geht halt öfters mal was raus. Ne? Ich glaube, da habe ich ein Video zu gemacht, auch zum Thema, wie tief muss ich stechen und so weiter. Und da ist halt definiert, dass halt gerade so an so schweren Stellen wie Ellenbogen und Co. Da kann die Haut dicker sein und so weiter, und dann verschwindet natürlich dadurch irgendwie später auch wieder ein bisschen Farbe und so, und es ist alles immer schwierig wieder aufzuholen. Deshalb finde ich Dotwork da ganz geil. Und ansonsten noch mit den Schmerzen kam, glaube ich, noch eine Frage. Also genau. ich würde sagen, wir haben 100 Leute befragt. Ja, genau. Das ist ein Tattoo-Duell. Wir haben 100 Leute befragt. 100 tätowierte Leute gefragt, und welche Stelle empfinden Sie als schmerzhaftes? Ding, 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 ding! Und dann kamen wahrscheinlich 90 Leute von 100 haben gesagt, die Rippe. Oder Rippe ist scheiße. Wirbelsäule fand ich persönlich scheiße. War jetzt bei mir nicht so geil. Mich hat mir immer, ich habe mir sehr oft anhören müssen, wir machen jetzt gleich Smooth Shading. Ja. Ich möchte. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand hinter der Kamera gerade auch sich denkt, ja, ich weiß auch, wer es war. Aber ich will mal so sagen, es gibt aber auch Stellen, wo andere Leute gelitten haben, wo ich gar nichts hatte. Sowohl mein Freund hier, so wie ich, sind am Hals tätowiert, und wir haben beide das als nicht schmerzhaft empfunden. Ja. Auf dem Fuß fandst du auch nicht so schlimm, ne? Gar nicht. Ich fand Hände auch nie schlimm. Wo fandst du am schlimmsten bei dir? Am schlimmsten bei mir? Wirbelsäule. Echt jetzt? Ja, Wirbelsäule. Ja, alles andere war Killefits bis jetzt. Bei mir, ich fand alles wirklich mehr oder weniger, sag ich jetzt mal, okay. Rippenbogen. Fand ich, also das fand ich höher. Hätte ich auch aufgetippt jetzt, ne? Ja, das war für mich. Der Rippenbogen ist bei mir noch frei. Da müssen wir noch dran arbeiten. Willst du mal merken. Also ich habe einen größeren Rippenbogen. Ja, also da kann man auf jeden Fall sagen, das ist schmerzhaft. Und No-Gos, ja, No-Go für mich ganz klar ist Augen. Ich würde niemals Augen tätowieren. Nee. Da hätte ich viel zu viel Schiss vor, dass ich Scheiße baue und dann ist derjenige blind oder... Nee, auf gar keinen Fall. Nee, würde ich nie machen. Und ich jetzt selbst, tätowiere auch keine Intimbereiche. Weder bei Frauen noch, also ich fasse das Teil beim Mann nicht an, ich fummel nicht bei der Frau da unten rum oder sowas. Da würde ich keine Tattoos machen. Ja, das sind meine No-Gos, meine persönlichen aber noch. Ja. Dann muss man was an Hauttypen beachten? Ja, ich denke schon. Also sag mal so. Es gibt natürlich. Ja, es gibt. Also, was heißt jetzt beachten? Ich sag mal so, wenn du jetzt. Irgendeine Nachbarin von mir, die kam zu mir und hat gesagt, so, ja, die wollten mich nicht tätowieren und gesagt, alte Haut kann man nicht tätowieren. Das ist natürlich Bullshit. Also, das finde ich Blödsinn. Aber es ist natürlich schwieriger. Also, sagen wir so, ältere Haut, die ist halt nochmal, die ist was härter. Die ist auch, tut mir leid, liebe Welt da draußen, schrumpeliger. Ist einfach so, wir schrumpeln alle im Alter. Und das ist schwieriger, da, sag mal, vielleicht auch eine Linie gerade zu ziehen, als wie vielleicht. Bei jemand, der da reinkommt, der ist 20 Jahre alt, steht mitten im Saft und sowas, der ist ja die Haut schon gestrafft, nur durch sein Testosteron, der Kerl, der reinkommt, weißt du so. Wenn dann den Innenarm wirst, ist eine super Sache so. Ne? Also, das gibt ja nichts Schönes. Traum, das ist wie malen fast. Und das ist natürlich die Hautbeschaffenheit von desto älter die Leute werden, oder auch wenn du so richtig so Hardcore-Sonnenbank-Leute hast. Da ist ja auch die Haut schon richtig so, da gibt es natürlich die Sachen, muss man beachten. Ja, und natürlich auch wegen trockener Haut. Merkt man auch immer wieder, wenn man schön mit der Nadel und dann sieht man richtig schön, wie das dann da so splittert. So ja. Gleich, ne? Ja, genau. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß, Splitter, ne? Ich weiß, wie du meinst. Also nicht die Haut splittert, also kaputt. Ja, oder auch, was auch noch ein Ding ist, natürlich Hautbeschaffenheit. Ich weiß nicht, ob da vielleicht auch mit gemeint sein könnte, ist, wenn jemand reinkommt mit Sonnenbrand und so, den schicke ich nach Hause. Ja, ist klar. Sicher. Also das ist schon ein Unding, warum der nicht selber abgesagt hat. Ja. Weil einfach man muss sich ja vorstellen, beim Sonnenbrand ist ja einfach, da ist die Haut schon entzündet und die arbeitet schon daran, alles zu regenerieren, und du gehst dann in den Hacks da rein, nee, dann den schicke ich nach Hause, dann muss er halt, das ist Pech. Ne? Ja. Okay, dann gibt es Unverträglichkeiten mit Medikamente, und zum Beispiel, was muss man bei Narben, Muttermale und Co. beachten? Unverträglichkeit mit Medikamente. Also es gibt auf jeden Fall, also Unverträglichkeit im Sinne von reagiert auf die Farbe, glaube ich, wüsste ich jetzt nicht unbedingt. Ja, das wäre dann eher eine allergische Reaktion, aber ich glaube, wenn es darauf hinausläuft, ob es Probleme mit Medikamenten geben kann, mit einer Tätowierung, da gibt es einen ganzen Arsch voll. Also da fangen wir mal an mit alles, was Blutverdünner ist. Und dann reden wir schon, dass da jemand vielleicht sich am Abend zuvor schon zwei Aspirin reingekloppt hat und morgens auch nochmal, weil er irgendwas hatte.
dann ist das Blutverdünner und damit wird dir das Tätowieren erschwert. Hat natürlich jemand ganz andere, fährt er ganz andere Register auf, indem der Makoman nimmt oder was, oder ich glaube, heißt Makoman? Makoman heißt er, ne? Oder andere, ja, Hardcore-Blutverdünner, dann ist das für mich ein Moment, wo ich sage, alles klar, mache ich nicht. Renn zum Arzt, klär alles ab und dann, ja, dann können wir darüber reden. Auf jeden Fall habe ich auch Leute schon gehabt, die das auch nehmen mussten und die haben dann mit dem Arzt gesprochen. Dann wurde das Medikament, glaube ich, abgesetzt für eine Woche lang oder sowas und dann habe ich tätowiert und dann hat er nochmal eine Woche Heilungsprozess fürs Tattoo erstmal gekriegt. Und dann hat er erstmal das Zeug wieder dann halt genommen oder so. Also so waren die Absprachen mit dem Arzt. Und wenn das also mit dem Arzt abgesprochen ist, habe ich kein Problem. Aber es gibt sich keine. Auch Diabetes ist auch ein Problem. Da würde ich jedem raten, auf jeden Fall zu sagen, weißt du, so auf, Leute, sprecht mit eurem Arzt, klärt das ab. Dann lasst dir vom Kunden auch erklären, was der Arzt dem gesagt hat. Ja? Damit du auch merkst, ob der sagt, ob der die Wahrheit sagt. Nur wer einfach so, ja, der Arzt hat gesagt, ist kein Problem. Glaube ich nicht. Also ich würde dann schon hören, was erzählt er dir. Und dann haltet das auf jeden Fall vertraglich fest, dass alles abgesprochen ist mit dem Arzt und dass der Arzt ihm gesagt hat, das ist okay. Weil du bist kein Arzt, du kannst das nicht entscheiden für ihn. Deshalb ich würde mich da aus der Sache ganz schnell raushalten. Vielleicht sogar in dem Fall ein Schriftstück vom Arzt direkt mitnehmen, wo man vielleicht schwarz auf weiß hat, falls er Falls er sowas rausgibt. so Wenn er sowas rausgibt, natürlich zum Beispiel, wo perfekt. drin steht für die Tätowierung so und so was beachten geht, vielleicht hat so eine Wäre Kommunikationsbasis geil. aufsteht, Ja. weißt du zum Beispiel. Wäre sehr geil. Wenn man das kriegen kann vom Kunden, wäre das optimal. Da könnt ihr das kopieren zu euren Unterlagen heften, sag ich mal. Und wenn dem nicht so ist, auf jeden Fall dokumentieren, dass der Kunde mit dem Arzt gesprochen hat und dass das laut Kunde in Ordnung ist. Ne? Wer sagt hier Ja, noch? das war es dann auch erstmal von mir. Hat sich da irgendwas anderes gesagt wegen Medikamenten? Was war noch? Ja, das war ja Medikament. Ja, Ah, hier, Narben, Muttermale, Muttermale und genau, Narben, Co. Muttermale, das Genau. war da noch. Ja. Also Narben, muss man sagen, Narben kann man tätowieren, habe ich auch schon tätowiert, ist aus meiner Sicht auch nicht schwierig. Ich binde das gerne in Tattoo mit ein, sodass das, sag ich mal, die Narbe irgendwie, das Berühmteste, was ich gesehen habe, super geil fand, war da einer, Eine Fischerräte, so ein Schwert, so ein Laserschwert von Darth Vader und da war die oder? Mitte mit Narbe. Das war Ja. cool. Einarbeiten finde ich geil. Fischgräte ist auch eine coole Idee. Aber du kannst es auch übertätowieren, aber es sollte halt lange noch verheilt sein. Also einmal hast du das Problem, dass das Gewebe darunter ein bisschen, ja, ist halt angeschlagen und die Farbe kann darunter verlaufen, wenn es zu frisch ist. Und ich weiß, es kommt immer darauf an, auf, natürlich auf die Hintergrundgeschichte. Wenn jetzt von mir ist irgendjemand irgendwo operiert worden ist, aus irgendeinem Grund. Und es kann sein, dass halt in naher Zukunft vielleicht nochmal ein Eingriff gemacht werden muss. Dann, ich weiß ich jetzt nicht, straf mich Lügen, aber ich würde behaupten, dass die Ärzte wahrscheinlich eher dann auch an der Narbe wieder reingehen, dann die nochmal dich an einer neuen Stelle aufschneiden. Und das würde ich dann halt gar nicht erstmal riskieren. Also ich sag mal so, wenn ich mit Leuten spreche, die Narben habe, also ich erwarte schon, dass die Narbe vielleicht so anderthalb, zwei, 3 Jahre alt ist, irgendwie so, dass sie sagen, pass mal auf, ich habe die jetzt schon lange und es ist auch nichts mehr, dann kann ich ja übertätowieren. Und zum Thema Muttermale, ganz klar lasse ich immer frei. Ich lasse immer so einen Rand von 1, 2, 3 Millimetern um das Muttermal herum, weil einfach diese Auswuchung, das muss halt ein Hautarzt, muss das sehen können. Du selber musst das sehen können, für dich selbst, wo du sagst, oh, jetzt irgendwas verändert sich da. Dann rennt man zum Hautarzt, der macht ein Hautkrebs-Screening und dann sagt er dir, pass mal auf, ist gut oder nicht gut. Und deshalb würde ich an solchen Stellen überhaupt gar nicht irgendwie Farbe drüber machen. Das wäre fahrlässig, würde ich machen. Ja, Gar noch das mehr? Oh war der Sinn. Gott sei Dank. So, eine Frage von Melina. Kannst du ein Video über deinen Beruf? Weiß war kein Problem. Okay. 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 Ich bin wieder voll da. Eine Frage Ach von du, mir. sind auf! Okay, komm, also, komm jetzt. Das ist immer eine Okay, Frage. so. Wir Zeit für Feierabend. Okay, ganz bleiben. Ja. Serious Blick. Okay. Eine Frage von Melina ist. Hör doch auf. Okay, Okay, bist du soweit? eine Frage Okay. von Melina ist. Ja, Eine ich hab's. Frage von Melina ist: Ja. Kannst du mal ein Video über dein berufliches Werde. Berufliches? Ja, das. Ja, T9. Ja, warte. Augen auf T9. Eine Frage von Melina ist: Kannst du mal ein Video über deinen beruflichen Werdegang machen? Wie du angefangen hast, was du vorher gemacht hast und wie du zum Tätowieren kamst? Metzger. Ja. Nein. Ja, also ich mache da jetzt kein extra Video, das hauen wir jetzt hier mit rein. Ne? Beruflicher Werdegang. Okay. Ich war 15, da wollte ich Tätowierer werden.
Ist so, ich wollte Tätowierer werden. Ich habe damals schon immer Tattoos gezeichnet, ich habe Comics gezeichnet und so. Ich wollte auf jeden Fall Tätowierer werden und wie das nun mal so ist. Die Eltern wollten immer nur das Beste, die haben gesagt, ah, lern das mal Vernünftiges. Und ich muss auch sagen, die haben ja nicht Unrecht. Haben sie nicht. Es ist immer gut, wenn du schon mal was gelernt hast, weil ich sag mal so, wenn du vielleicht nach 10 Jahren oder so tätowieren, kannst du bitte aufhören, mein Stativ da oral zu befriedigen. Das bringt mich ein bisschen raus. Gehe tot. Ja, das schneiden wir raus. Auf jetzt, ich tue mal so, als ob ich schon mal anfangen von vorne. Ja, also mein Beruf kriegt sich gar nicht mehr ein. Oh nee. Ja, wo habe ich jetzt angefangen? Ja, wenn ich jetzt einfach nur Tätowierer gemacht hätte, wäre 10 Jahre lang Tätowierer gewesen, kriegt noch eine Bandscheibe. Dann hast du halt gar nichts vorzuweisen, weil das ist kein Lernberuf. Kannst auf nichts aufbauen, deshalb ist es schon nicht verkehrt zu sagen, ich lerne erstmal was anderes. In meinem Fall wollte ich gestaltungstechnischer Assistent werden, hatte auch schon einen Praktikumsplatz in der Tasche, ja, so ein bisschen Werbung, so, weil auch was Kreatives so ein bisschen ist. Hatte es in der Tasche und dann hat mich letztlich die Schule nicht genommen, weil das wäre dann irgendwie daran geknüpft gewesen und die Schule hatte mich nicht genommen, weil ich irgendwie ein Stil nicht dabei hatte, Aquarell, glaube ich, war damals und ich wusste aber auch nicht, dass ich sowas brauche. Dann stand ich halt blöd da und dann ja, bin ich halt Schreiner geworden. Ne? So, weil halt irgendwas machen muss, was willst du machen? Und habe ein paar Jahre halt handwerklich so ein bisschen was gemacht. Da kann man sich auch ein bisschen dran austoben, aber es ist halt nicht die Erfüllung. Danach wurde es einfach, ging es eigentlich nur noch bergab, dann bin ich zur Eisenbahn gegangen. als Lokführer lange Zeit gefahren und auch später noch ja, woanders hingewechselt, in einen anderen Bereich der Eisenbahn. Und ab da aber schon, als ich noch bei Eisenbahn war, habe ich angefangen, halt einfach nebenberuflich, sag ich mal, Tätowierer zu machen, also Gewerbe angemeldet und so weiter. Und habe dann ja, die ganze Zeit so tätowiert. Und ja, mittlerweile tätowiere ich halt nur noch. Naja, also ich mache nichts anderes mehr. Aktuell immer noch mit Terminstudio. Und ja, jetzt demnächst, Ja. sollen wir es sagen? Wir sagen es einfach. Demnächst eröffnen wir halt ein Ladenlokal in Duisburg City. Und da werden wir mit zwei Artists sein. Und zwar mit diesem wunderschönen jungen Mann hinter der Kamera. Ja? Meine griechische Sahneschnitte, würde ich sagen. Der Adonis von Meidrich. Und ja, und halt ich. Ne, so. Wir machen einen Laden auf. Und dann haben wir da auch komplett mit Ladenöffnungszeiten ein Pipapo, nicht nur ein Terminstudio. Ja, das erwartet uns dann in diesem Jahr und ja, das ist eigentlich mein beruflicher Werdegang. Hört sich ein bisschen langweiliger an, als es ist. Nein, eigentlich, also es ist richtig langweilig gewesen. Bis jetzt. Ne? So, und ansonsten würde ich sagen, dann hauen wir jetzt noch ein Klunker hinter die Ohren und dann ein Teechen in Tee und dann würde ich sagen, machen wir Schluss an dieser Stelle. Haut rein, abonniert mich und alle anderen, die ich hier verlinke und in diesem Sinne, haut rein. Ciao. Ciao.